Moin Leute und herzlich willkommen hier zu unserem neuen Wirtschaftstalk. Wir sprechen heute über Ungleichheit. Ist Ungleichheit gut für eine Wirtschaft oder schlecht für eine Wirtschaft? Und wir legen erstmal los mit den Standardmodellen, die, glaube ich, eine recht positive Meinung über Ungleichheit haben. Oder wie sieht's da aus? Ja, absolut. Viele ältere Modelle vor allem gehen davon aus, dass wenn man eine hohe Ungleichheit hat, dass das eigentlich etwas Gutes ist, was zu mehr Leistung anspornt. Die Armen, die haben wenig Geld und die haben entsprechend den Anreiz, viel zu leisten, um noch mehr Geld zu bekommen. Sie sehen ja, wie gut es den Reichen geht und dementsprechend arbeiten sie viel, um selber mehr Reichtum zu bekommen. Und die Reichen, die haben viel Geld und die haben dann den Anreiz, immer noch mehr zu verdienen. Wenn man dieses Einkommen der Reichen jetzt allerdings höher besteuert, so sagen zumindest diese Modelle, dann haben die Reichen keinen Anreiz, mehr zu arbeiten, da den Reichen ihre marginale Besteuerung dann sehr wichtig ist. Also wenn man jetzt einen Spitzensteuersatz von 90% hat, dann ist völlig egal, wie hoch der Durchschnittssteuersatz ist. Die Reichen werden aufgrund dieses hohen Steuersatzes keinen Anreiz haben, überhaupt mehr zu arbeiten, da es sich ja sowieso nicht lohnt. Sie gucken ja auf ihre marginale Besteuerung und werden dementsprechend gar nicht versuchen, ein höheres Einkommen zu erreichen. Die Reichen werden in ihrer Produktivität also gehemmt und die Armen, die werden dadurch, dass man ihre Situation ökonomisch verbessert, ohne dass sie dafür selber etwas geleistet haben, zusätzlich noch faul. Also nach diesen Modellen hat Ungleichheit einen sehr negativen Effekt auf die individuelle Produktivität und damit auch auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum und hat Umverteilung einen sehr negativen Effekt auf die individuelle Produktivität und auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Und ein hohes Maß an Ungleichheit ist gut, um die Wirtschaft in Schwung zu halten, um die Menschen zu Leistung zu motivieren. Und hier kann man auch sagen, diesen Modellen folgend hat die Politik in den letzten Jahrzehnten die Steuern auf hohe Einkommen deutlich, deutlich gesenkt. Entsprechend diesen Modellen wurde die Unternehmenssteuer in den OECD-Staaten in den letzten Jahrzehnten von durchschnittlich 47% auf nur noch 25% gesenkt und die Steuer auf Dividendeneinkommen wurde von durchschnittlich 75% auf durchschnittlich 42% gesenkt. In Deutschland hat man das ja gesehen, früher wurden Dividenden eben mit dem Spitzensteuersatz besteuert, beziehungsweise mit dem individuellen Einkommensteuersatz. Mittlerweile werden sie pauschal mit 25% Kapitalertragssteuer besteuert und das bedeutet vor allem für hohe Einkommen eine deutliche Steuersenkung. Und hier sollte man doch davon ausgegangen sein, diese deutlichen Steuersenkungen für hohe Einkommen müssten ja das Wachstum enorm erhöht haben. War dem so? Ja, also wir hören daraus, nach den Standardmodellen hat die neoliberal werdende, immer neoliberaler werdende Politik als richtig gemacht. Schauen wir uns das empirisch an. Hier die Zahlen für die Gründungsmitglieder der EU, der EU6, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden. In den 60er Jahren lagen hier die durchschnittlichen Wachstumszahlen bei 4,2%. Diese Wachstumszahlen haben jedes Jahrzehnt abgenommen, obwohl die Ungleichheit ja zugenommen hat. In den Nullerjahren lag das Wachstum noch bei 0,6%. Also wir beobachten hier empirisch das genaue Gegenteil. Einmal natürlich durch die Veränderung der Steuern getrieben, wurde die Ungleichheit größer. Dann natürlich auch durch die Gewerkschaften, die vielleicht nicht immer die volle Steigerung der Arbeitsproduktivität also in ihre Löhne einhandeln konnten. Und wenn das doch empirisch alles komplett verkehrt ist, und wir sind jetzt ja hier nur beim Gini-Koeffizienten für die Einkommen, wenn das doch empirisch als falsch ist, ja, wie ist denn dann eine bessere Theorie? Das ist eine interessante Frage, aber erstmal zu dem zu schwach steigenden Löhnen, auch das lässt sich sehr gut zeigen, wenn man sich die Zahlen ansieht. Zwischen 1980 und 2018 ist der Anteil, also ist die Lohnquote in den entwickelten Industriestaaten von 62 auf 55% gefallen. Das ist über einen Zeitraum von 30 Jahren eine kontinuierliche Verschiebung von der Arbeitnehmerseite hin zur Kapitalseite. Also Unternehmen haben sich mehr Gewinne eingesteckt und die Arbeiter, die sind systematisch hinter dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum zurückgeblieben. Das ist doch eine sehr interessante Entwicklung. Und
viele Reiche leben eben nicht von eigener Arbeit, sondern sie leben von Kapitaleinkommen. Und wenn man dieses Kapitaleinkommen jetzt geringer besteuert, dann sorgt das nicht dafür, dass die Reichen mehr arbeiten. Sie leben ja nicht von ihrer Arbeit, sondern sie leben von der Arbeit von den Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, die ihnen gehören. Das heißt, wenn man diese Arbeit jetzt, also wenn man diese Kapitaleinkommen jetzt höher besteuert, dann sagen die Reichen nicht, oh nee, leistungslose Kapitaleinkommen, die will ich nicht. Ich gebe jetzt hier meine Aktien ab oder ich arbeite damit weniger produktiv. Das ist völliger Unsinn. Die Reichen kassieren weiter ihre Kapitaleinkommen, auch wenn sie höher besteuert werden. Wenn man sie allerdings höher besteuert und das Geld dann umverteilt, beispielsweise zu den Arbeitern, die eine höhere Konsumquote haben oder zu Rentnern oder zu wem auch immer, ist jetzt nicht so wichtig zu wem, aber reiche Leute haben eine extrem geringe Konsumquote. Sie geben einen sehr kleinen Anteil des Geldes, das sie einnehmen, wieder zurück in die Wirtschaft. Das heißt, eine höhere Besteuerung, die sorgt nicht dafür, dass der Konsum dieser Leute irgendwie einbricht. Der sorgt auch nicht dafür, dass die Investitionen einbrechen. Investitionen werden nicht daran getätigt, wie reiche Leute sind. Investitionen werden dann getätigt, wenn die Erwartung besteht, dass sie gewinnbringend sein werden. Und da ist völlig egal, wie viel Vermögen die Reichen haben. Es ist wichtig, dass niedrige Zinsen herrschen und dass es eine Nachfrage für die Produkte gibt, die man mit der Investition produzieren will. Da ist relativ egal, ob jetzt ein Reicher 2 Milliarden oder 1 Milliarde an Vermögen hat. Deswegen ist diese Vorstellung, wenn wir Kapitaleinkommen höher besteuern, wenn wir hohe Einkommen höher besteuern, dann hören die Reichen auf zu arbeiten. Das ist eine sehr verkehrte. Ja, vielleicht hierzu auch noch die Zahlen aus den USA. Das Land, wo es wahrscheinlich am extremen ist mit den sogenannten passiven Reichen, nenne ich die jetzt einfach mal. Also denen, die halt eben viele Aktien halten und nichts mehr machen müssen, die Manager für sich arbeiten lassen. Die Manager sind sozusagen die eigentlichen Unternehmensführer, die machen alles. Und in den USA zeigt sich, dass also eine Vergrößerung des Gini-Koeffizienten um 5 Punkte zu einem Rückgang des Wachstums empirisch um 0,5 Punkte führt. Also hier sehen wir ganz klar den negativen Zusammenhang. Mehr Ungleichheit führt zu weniger Wachstum und die Standardtheorie ist falsch. Du hast schon wichtige Gründe angesprochen und ich würde noch einen weiteren wichtigen Grund ansprechen, wie man überhaupt auf diese falsche Theorie auch gekommen ist. Man ging ja früher davon aus, dass wir Ersparnisse brauchen, damit überhaupt investiert werden kann. Man betrachtete hier also die Kausalität von der falschen Seite. Es sind die Investitionen, die die Ersparnisse schaffen. Das heißt, man geht zur Bank, man bekommt das Geld, jetzt ist mehr Geld im System. Und es sind nicht die Ersparnisse, die erforderlich sind, damit investiert werden kann. Ja, und wenn man diesen Zusammenhang falsch rum versteht, dann denkt man irgendwie, okay, da muss ja irgendjemand sparen. Nein, es ist genau das Gegenteil. Brauchen Leute, die investieren, damit gespart werden kann. Und wenn man diese Kausalität verwechselt, dann kommt man halt auch zu ziemlich dummen Theorien. Ja, das stimmt. Das ist ziemlich genau das Gegenteil dessen, was am Anfang angenommen wurde. Und trotzdem gibt es immer noch Politiker, die jetzt durch die Talkshows oder die Nachrichtensendungen dingeln und sagen, ja, wir dürfen die Leistungsträger nicht höher besteuern. Leistungsträger sind dann häufig große Unternehmer, die Aktienpakete im Wert von 100 Millionen oder Milliarden Euro haben, wenn wir die Erbschaftssteuer erhöhen oder die Vermögensteuer wieder einführen oder Gott bewahre, dieses Einkommen mit dem normalen Spitzensteuersatz besteuern, ja, dann hören diese Leute auf, etwas zu leisten, dann haben sie keinen Anreiz mehr. Das ist der Unsinn, der ja in vielen Nachrichtensendungen immer noch erzählt wird, obwohl es dafür weder theoretisch noch empirisch irgendwelche Belege gibt. Also mit anderen Worten, Leute, die so oder so nichts machen, außer Aktien halten, sollen dann laut dieser Theorie noch weniger machen, obwohl sie ja eh nichts machen. Ja? Also ja. Man sollte vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, dass es natürlich das kreative Unternehmertum gibt, dass das aber nicht im Zusammenhang steht mit den Superreichen, die Aktien halten und nichts machen. Ja? Also die Unternehmensgründung hat damit nichts zu tun. Beziehungsweise, das ist jetzt hier keine moralische Bewertung im Sinne von nichts machen. Aber wenn jemand ein milliardenschweres Vermögen hat, dann liegt das nicht daran, dass er selbst 70 Stunden die Woche arbeiten. Das ist ja dann auch ein Argument, was viele Superreiche da bringen. Ja, ich arbeite ja so viel. Ja, aber du hättest dieses Einkommen auch, wenn du nicht so viel arbeiten würdest. Du magst dir damit individuell die Geschichte erzählen, dass du es zwar verdient hättest, aber darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht nicht um eine moralische Diskussion darüber, ob jemand es verdient hat, sondern es geht um die systematischen Ursachen, wieso große Einkommen wachsen und was für Effekte es hätte, die höher zu besteuern.
Und bei Kapitaleinkommen muss man ganz klar sagen, es hätte für die Gesamtwirtschaft sehr positive Effekte, wenn man hier die Besteuerung deutlich raufsetzen würde. Ganz egal, ob jemand individuell jetzt viel arbeitet oder nichts macht. Also dieses Nichtsmachen, das klingt immer so ein bisschen polemisch, aber die Unternehmer, die mögen sehr häufig in ihren Unternehmen auch noch aktiv sein, aber sie hätten dieses Einkommen auch, wenn sie den ganzen Tag da sitzen würden und nichts tun würden, da dieses Einkommen eben von ihrem großen Aktienportfolio abhängt und nicht von ihrer eigenen Arbeit. Genau, wenn man sich so einen Aktienindex anschaut, wie den All Countries World oder den MSCI World oder was weiß ich, dann sieht man halt eben, dass der um 7% im Schnitt jedes Jahr steigt. Und wenn man jetzt sich einfach einen ETF auf diesen Index besorgt, dann partizipiert man von dieser Steigerung, auch wenn man jeden Tag zu Hause ist und Fernsehen guckt. Also da gibt es einfach keinen Zusammenhang. Natürlich kann man auch 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten, aber da sieht man, dass man also auch ohne etwas zu tun einfach von diesen 7% durch das Halten des ETFs dann also profitiert. Und dann sogar noch, obwohl man dann so viel Geld verdient, also das Einkommen niedriger besteuert wird als der Spitzensteuersatz. Ja, ich habe da ganz interessante Zahlen vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. In Deutschland, da ist die Besteuerung eines durchschnittlichen Milliardärs in den 90er Jahren, lag die noch deutlich höher als die eines normalen Arbeiters. Heute liegt die Besteuerung eines durchschnittlichen Millionärs bei 24%. Die eines normalen Arbeiters, also mit Sozialabgaben, mit allem drum und dran, also jetzt nicht nur Besteuerung, sondern wirklich alles, was dazu gehört, die eines durchschnittlichen Arbeiters liegt bei 48%. Also ein durchschnittlicher Arbeitnehmer muss doppelt so hohe Abgaben leisten wie ein durchschnittlicher Millionär. Ja, das heißt, die Leute, die das Geld ausgeben, werden hochbesteuert, können sich weniger krank kaufen. Die Leute, die, wie du gerade eben schon gesagt hast, eine unfassbar kleine Konsumquote haben, weil die sich gar nicht so viel Zeug kaufen können und ihr Geld gar nicht, ihr Einkommen gar nicht ausgeben können, die werden niedrig besteuert und es ändert absolut gar nichts daran, dass sie jetzt dann mehr kaufen, weil sie können ja gar nicht mehr kaufen. Wie viele Villen wollen sie sich noch kaufen? Ne? Ja, und das hat in Deutschland zu einer immer weiter auseinandergehenden Vermögensungleichheit, zu einer immer höheren Einkommensungleichheit geführt und gleichzeitig zu einem Rückgang des Wachstums. Wir hatten in Deutschland von den 50er bis in die 70er Jahre deutlich höhere Wachstumsraten als in den Jahrzehnten danach. Und das ist ein Trend, du hast das vorhin gesagt, den man in fast allen Industrieländern so beobachten kann. Genau, genau. Naja, ich würde sagen, in diesem Sinne können wir nur noch sagen, Kapitaleinkommen sollten in Zukunft wieder höher besteuert werden. Die Argumente, die dagegen sprechen, sind theoretisch wie empirisch falsch. Es gibt eigentlich kein Argument, warum man Kapitaleinkommen nicht mindestens so hoch besteuern sollte wie normale Lohneinkommen, also mit dem individuellen Einkommensteuersatz. Ist ja in Deutschland gerade auch anders geregelt, hatte ich ja vorhin gesagt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Genau, vielleicht abschließend auch noch eine Sache. Jetzt haben wir über die Flussgröße geredet, also dass wir die Kapitalerträge höher besteuern müssen. Selbst wenn wir die höher besteuern, dann gibt es ja immer noch die größer werdenden Vermögen, auch wenn sie kleiner werden, weil das kommt ja trotzdem jedes Jahr noch zum Vermögen hinzu. Also bräuchte es trotzdem immer noch eine Vermögensteuer, um die größer werdenden Vermögen halt eben zu verhindern. Das waren dann meine abschließenden Worte.